Ubisoft. LucasArts. Deutsch bitte. Und damit herzlich willkommen zum neuesten Let's Play-Projekt Star Wars Episode 7 Revenge of the Sith oder Rache der Sith. Aber hier steht es auf Englisch, obwohl ich Deutsch geklickt habe, weil da jemand nicht mitgedacht hat und deswegen glaubte, es wäre gut, den Titlescreen nicht zu übersetzen oder es einfach vergessen hat oder sonst was. Wie auch immer. Es ist nicht komplett ein Solo-Projekt, also klar, ich spiele schon alleine, so ist es nicht, aber das Spiel hat zwei Story-Lanes. Ich würde jetzt mal sagen, die meisten von euch dürften den Film kennen und die Namen Obi-Wan und Anakin sagen euch was. Beide sind Hauptcharaktere im Film und erleben, von Anfang abgesehen, jeder mehr was für sich. Entsprechend hat das Spiel zwei Storylines. Ich werde die von Anakin zocken und Squamato die von Obi-Wan. Und Start muss ich drücken, nicht eins. So. Ja. Das hier war ein minimaler Fail. Eine komplette Aufnahme, die komplett abgeschissen ist. Und deswegen versuchen wir es von vorne. Also, nächster Versuch. Versuch Nummer 0, 0, 2. So, wir können auswählen Anakin oder Obi-Wan. Schwierigkeitsgrad nehmen wir Jedi, das ist etwa der Normal Mode. Meister, also Hard Mode, haben wir sowieso noch nicht freigeschalten und Padawan brauchen wir jetzt nicht. Das meiste werde ich in-game erklären, weil das ein bisschen konfus ist. Also fangen wir einfach mal los. Vor langer Zeit, in einer weit, weit entfernten Galaxis. Star Wars. Episode 3. Die Rache der Sith. Die Republik wird von Count Dooku angegriffen. Droidenführer General Grievous hat Kanzler Palpatine entführt. Zwei Jedi begeben sich auf die aussichtslose Mission, den gefangenen Kanzler zu befreien. Meister Obi-Wan Kenobi und Jedi-Ritter Anakin Skywalker wurden ausgesandt, um Kanzler Palpatine zu retten, der von General Grievous und seiner Droidenarmee gefangen genommen wurde. Auf der Malevolence, was im Film nie erwähnt wird. Also das Schiff heißt Malevolence. Das war ein Vorgeschmack auf das, was kommt. Und danke nochmal für mein Leben, Anakin. Gern geschehen, Meister, jederzeit. Vergiss nicht, Anakin, die Sache da mit Cato Neimodia, die zählt nicht. Meister, wir haben Begleitung. Jetzt scheint der Spaß zu beginnen. Szene 1. Ich habe ein schlechtes Gefühl bei der Sache. Abhängig von der benötigten Zeit für den Mission und der Einsatz deiner Jedi-Kräfte erhältst du Charakterpunkte. Ja, also, das Spiel ist sehr kurz, hat trotzdem einige RPG-Elemente, aber dazu komme ich gleich. Erstmal die Steuerung, wir können laufen, wir können rennen, mit Double Tap, wir können springen, wir können auch nach oben oder unten laufen, wir können schlagen, wir können in verschiedene Richtungen schlagen, oder wir können Kombos ausführen, wir können auch im Rennen schlagen, Ja, an sich kann man sagen, wenn wir... Danke. Also, wir können verschiedene Richtungen drücken, um die Attacken zu variieren, einfach gesagt. Wir können auch so einen nach hinten Angriff machen, der ist jetzt nicht unbedingt so pralle, aber naja. Was wir gerade aufgesammelt haben, füllt unsere Macht wieder auf. Macht benutzen wir mit R. Damit können wir Droiden zu uns ranziehen. Und das wird unsere Lebensenergie auf, danke fürs Erklären. Oder von uns wegstoßen, aktuell noch nicht mehr, wird sich aber noch ändern. Da ich im Tutorial-Level sowieso immer die Zeitwertung verkacke, achte ich jetzt da auch gar nicht drauf. Also, ersten vier Level sind noch identisch mit Obi-Wan, danach geht's aber in eine völlig andere Richtung. Und wie gesagt, die ersten drei sind noch Tutorial. Blaster können wir mit L abwehren. Und wenn wir das richtig timen, können wir die zurückschmeißen. Und nein, dunkle Kampfdruiden sind eigentlich nicht so schnell down und schießen auch öfter.
Muss dazu sagen, Anakin hat eine kürzere Abwehranimation als Obi-Wan. Das heißt, Obi-Wan hat eine größere Zeitspanne, um die Attacke zurückzuwerfen. Und so unterscheiden sich die beiden auch vom Gameplay her minimal. Zumal sie von ihren Special Moves, die wir nachher noch erlernen, sich total unterscheiden. Also da gibt es wirklich kaum Gemeinsamkeiten. Beide können halt schlagen und diesen macht Schub und Zug. Das war's aber auch schon. Ansonsten spielen sich wirklich sehr unterschiedlich. Auch wenn die Engine natürlich im Endeffekt die gleiche ist, ist ja logisch. Wir können hier im Hintergrund Sachen kaputt machen, da sind meistens Collectibles drin. Au. Ach ja, es ist nie gut von zwei Seiten geballert zu werden. Versucht immer, die Gegner vor euch zu haben. Nicht vor und hinter euch. Da am Boden liegende Druidenteile könnten wir. Naja. Danke, dass du jetzt hochkommst. Okay, wäre er früher hochgekommen, hätten wir die Teile auf ihn schmeißen können. Aber da er sich dachte, nö, haben wir das jetzt nicht gekonnt. Dort oben, Druiden. Ich kümmere mich drum. Okay, zeig mal's halt jetzt. Hier, epischer Fail. Wir sind Anakin und nicht Obi-Wan. Trotzdem wird hier immer Obi-Wans Fokusanzeige stehen. Ja, wie sieht man's jetzt? Deine Wut vergrößert sich mit jedem Schlag. Wären wir Obi-Wan, müsste hier jetzt aber Fokus stehen. Und auch das raffen die nicht. Wie auch immer, die Leiste neben unserem Charakter-Icon ist die Wutleiste. Wenn die voll aufgeladen ist, haben wir so eine Überattacke, die alles auf dem Screen vernichtet. Außer Bossen natürlich, die überleben das. Wir können noch mehr mit der Leiste machen, aber aktuell noch nicht. Deswegen gehe ich da erst drauf ein, wenn es soweit ist. Ihr werdet sehen, wenn ich in Massen von Gegnern stehe, springe ich oft sehr viel, weil es halt in der Luft unverwundbar ist. Und das eine sehr gute Möglichkeit ist, den Attacken auszuweichen. Sagt er und wurde getroffen. Übrigens, der Machtschub macht minimalen Schaden, das heißt, beschädigte Druiden können wir damit auch kaputt machen. Wenn wir den skillen würden, könnten wir ihn damit sogar instant killen, mache ich aber nicht. Erkläre ich aber nach dem Level. Das ist übersichtlicher zum Vorstellen. Oh, das war nicht genug Schaden. Das war immer noch nicht genug Schaden. Das ist immer noch nicht genug Schaden. Okay, wieso drauf? Ach ja, richtig, wenn ein Druide auf den anderen drauf fällt, macht das auch noch Schaden. Also, in Massen von Druiden kann es damit auch mal hilfreich sein, den Machtschub einzusetzen. Um halt wirklich, ja, bessere Quote zu haben. Übrigens, wenn sie am Boden liegen, können wir sie nur mit diesem Schlag nach unten oder einer Sprungattacke treffen. Bei starken Gegnern ist es oft effektiv, sie mit diesem Rennangriff... Moment. Diesem Rennangriff... Diesem Rennangriff... zu Boden zu werfen und dann auf sie drauf zu kloppen, während sie am Boden stehen, um das dann nach Möglichkeit nicht zu verkacken. So, umzuwerfen, dann auf den Boden drauf kloppen, weil dann stehen sie nicht mehr auf. Ist ein Kampfdruiden ein bisschen schwierig zu demonstrieren, weil die auch so relativ fragil sind. Aber keine Sorge, die ersten Superkampfdruiden warten schon und da lagen Teile im Weg, das ist jetzt nicht so toll. Da lagen schon wieder Teile. Damit willst du mich verarschen, Spiel? Das war gerade extrem genial gemacht. Wurscht. So, ihr geht drauf. Au. Na komm, geh drauf. Der lohnt sich gar nicht, gegen dich Macht einzusetzen. Nicht, dass ich noch welche hätte. Aber selbst hätte ich welche, hätte sich nicht gelohnt. Mini-Boss-Time. Das war alles? Wo bleibt die Herausforderung? Aus diesem Grund liebe ich Druiden. Sie geben niemals auf. Ja, der Vulture oder Gaia-Druide flieht. Entsprechend können wir ihn nur mit diesem Schlag nach oben treffen und sollten dann möglichst bald den Bomben ausweichen. Die gerade eben hat mir nichts gemacht, weil ich, wie gesagt, in der Luft unverwundbar bin. An sich sollten wir den Bomben aber ausweichen. Die drücken nämlich ziemlich heftigen Schaden. Ansonsten kein schwieriger Mini-Boss. Wir könnten ihn auch mit der Sprungattacke verletzen, aber das ist super kacke zum Timen. So, wir müssen ihn dreimal in der Luft treffen, dann ausweichen. So, dann geht er in die Bodenform über. So, ein bisschen herkommen lassen. Und dann schnell hinter ihn rennen. Und auf seinen Kopf schlagen. Denn wie immer ist das die einzige Schwachstelle. Na, komm. Jawohl. Und ist weggehen, der explodiert das nämlich. So. Tja, gar nicht schlecht. Sie wollen mehr schicken? Wir zeigen es ihnen. Es ist alles ein Spiel, bis sich jemand wehtut. Wie ich euch kenne, Meister. Was willst du damit andeuten? Nichts, Meister, überhaupt nichts.
Sicher. Suchen wir den Kanzler. Ja, wir kriegen jetzt Charakterpunkte je nach Stil oder Geschwindigkeit. Und da man im Tutorial-Level meistens ein bisschen länger braucht, braucht man da gar nicht auf die Geschwindigkeit zu achten. Wir haben jetzt 20 Charakterpunkte gekriegt, mit denen wir Macht skillen können. Wir haben diese Fähigkeiten. Schwertwurf, Absorbieren, Rage und Macht. Und Würgen. Zusätzlich zu Schub und Zug. Würgen ist ja Anakin's Signature-Move. Na, er greift halt einen Gegner und würgt ihn. Schwertwurf. Er wirft sein Schwert wie einen Bumerang und macht dabei Fernschaden. Rage, da bufft er sich eine Weile. Absorbieren, damit hebt er einen Gegner in die Luft und entzieht ihm die Lebensenergie. Im Endeffekt ist es wie Würgen, kostet aber mehr Macht und macht weniger Schaden. Deswegen nehme ich das jetzt mal. So, jetzt können wir noch unsere Stats skillen. Im Gegensatz zu Obi-Wan kann Anakin sich nicht heilen. Es ist also sowohl wichtig auf Ausdauer und auf Macht, das untere da. Wir können immer nur auf zwei skillen. Auf einmal, ja, auf alle drei zu gehen. Ich gehe jetzt erstmal noch auf Stärke. Weil wir aktuell noch in den unteren Leveln sind, da gibt man noch nicht so viel Schaden. So, nächstes Level, Raumschiffkorridore. Die Prozentzahl bezieht sich wirklich nur auf die Charakterpunkte. Ich werde jetzt nicht in jedem einzelnen Level drauf achten, volle Charakterwertung zu kriegen. Das ist A, einfach nur nervig wie Hölle. Und B, unnötig, deswegen sehe ich das jetzt nicht als 100% an, einfach nur volle Charakterwertung zu bekommen. Also nicht wundern, wenn ich es nicht schaffe, ich versuche es gar nicht erst. Ich spüre Doku. Ich spüre eine Falle. Unser nächster Schritt? Entschärfe die Falle, aber lass uns zuerst einen Weg aus dem Korridor finden. Wir sehen uns am anderen Ende, Anakin. Sei vorsichtig. Natürlich, Meister. Szene 2. Das sind nicht die Droiden, die du suchst. Und ja, jeder Szenenname ist eine Anspielung. Ist hier irgendwas? Oh ja, hier ist wirklich was. Was ein bisschen schade ist, da Anakin diesen Kick im Rennen macht, kann er damit den Hintergrund nicht kaputt machen. Deswegen müssen wir mal anhalten. Naja, gibt Schlimmeres. Und du gehst mir auf den Zeiger, also... Tschüss. Na, komm her. Au. Dafür gehst du drauf. Tschüss. Sowas. Ja, die dunklen Kampfdruiden sind im Endeffekt auch nicht wirklich schwierige Gegner, aber hier schon etwas härterer. Denn, wenn wir den Blaster reflektieren, machen wir ihm damit keinen Schaden. Wir können seinen Schuss nur abwehren. Oder jetzt noch was richtig Nerviges, nämlich einen Schlag. Einen Schlag. Könntest du bitte? Danke. Dieser Schlag würde uns dann, wenn er uns trifft, und deshalb kriegen wir massigen Schaden. Also, zwei von denen ist unangenehm, weil meistens ist so der eine Stun und der andere kloppt drauf und es tut richtig böse weh. Was ich noch nicht gezeigt habe, wenn wir beim Springen nach richtigen Moment nach hinten drücken, machen wir so einen Rückwärtssalto und kicken dabei den Gegner vor uns um. Das sieht so aus. Sehr gut, um Gegner umzuschmeißen. Und das meinte ich jetzt. Auf den Boden werfen und dann halt mit dem Lichtschwert draufkloppen, um zu finden, dass er aufsteht. Will getimed sein, aber ist auch nicht das Schwierigste auf der Welt. Ich zeige mal kurz unsere neue Macht. Moment. Erstmal. So. Jetzt. Macht nicht wirklich sehr viel Schaden. Also Würgen macht deutlich mehr Schaden. Und mit Würgen können wir auf einem höheren Level auch mehrere Gegner erwischen, während wir mit Absorbieren bloß einen Gegnertypus abkriegen können. Bloß einen Gegner kriegen können. So rum. Was? Nur einen Gegnertyp? Was? Egal. Also an sich kann man sagen, Absorbieren ist wirklich in jeder Hinsicht schlechter als Würgen. Wenn man direkt guckt. Indirekt hat das Absorbieren so eine kleine Nebeneigenschaft, die es zu einer unverzichtbaren Fähigkeit macht. Das Problem ist nur, auf dem ersten Skill kann ich das noch nicht gescheit demonstrieren, deswegen lasse ich es einfach mal gekonnt und gehe darauf ein, wenn es soweit ist. Der war nicht in der Hitbox, aber jetzt war er in der Hitbox. Du fliegst um. Und du gehst... Au. Die machen mir ein bisschen viel Schaden mit ihrem Dreifachschuss. Dort ist der Ausgang. Aber nicht das Ende vom Level, keine Sorge. Hier kommt noch was. Unser war ziemlich nerviges. Also, nee, das war noch nicht in dem Level. In dem Level hier geht's noch. Was wollt ihr? Glaubt, ihr könnt irgendwas gegen mich machen? Ist ja süß. So, und ihr geht auch drauf. Bams.
Sehr schön. Dann ist hier bestimmt. Oh, oder so. Nein, das machst du nicht. Nerv nicht. So, hoch mit dir. Ja, nicht wirklich effektiver Angriff, weil er halt nicht viel Schaden drückt und dafür viel zu viel Macht kostet, um wirklich gescheit einzusetzen. Übrigens, diese Laser machen uns Schaden, wenn wir reinrennen. Sollte ich vielleicht mal sagen. Jetzt nicht so viel Schaden, aber muss nicht sein. Na komm, ist hier irgendwas drin? Ist hier was drin? Nein, da war ein Gegner. Oh, neue Druiden. Dieser blaue Schuss da, genau wie der Schlag des Superkampf-Druiden, kann uns stunnen. Und sie schießen schneller, als wir uns regenerieren. Das heißt, wenn die blöd stehen bleiben und kontinuierlich schießen, kommen wir da nicht mehr raus. Machen sie meistens nicht, aber sie machen es manchmal und das ist dann verdammt nervig, weil es unglaublich viel Schaden drückt. So, kurz um die hier kümmern. So, dann du bist auch drauf. Na, du schießt nicht auf. Au! Autsch! Das Soziale ist, dass der zweite Schlag uns umwirft, anstatt uns erneut zu stunnen. Ansonsten wäre es eine Infinite-Combo, aus der wir nicht mehr rauskommen würden, bevor wir tot sind. Und, das wäre nicht toll. Au! Da geht's noch. Können wir hier mal eine Ulti-Combo einsetzen und dann kommt so... Was zum? Wo sind die Teile hingeflogen? Au, der macht Schaden. Leck mich doch. Tschüss. Nein. Nein. Boah, echt jetzt? Euer... Oh, also, jetzt kommt so einer. Jetzt kommt ein Bacta-Tank. Merkt euch eins in diesem Spiel. Ihr kriegt die Items immer kurz, nachdem ihr sie nicht mehr braucht. Ist immer so. Immer. Nein, du greifst mich nicht an. Ansonsten... der Haken ist, Anakin hat beim zweiten Mal, wenn er so macht, eine etwas längere Cooldown-Zeit. Deswegen die Gegner meistens wieder aufstehen können, wenn sie das überleben. Das ist ein bisschen nervig. Wenn sie es überleben, natürlich nur. Nein, das wäre nicht gut. Warum auch den Druiden erwischen, den man erwischen will? Und da wäre ein Vektor-Tank gewesen. Den habe ich gerade nicht ganz gesehen. Also, jetzt setzt aber was, Freundchen. Kommst du her? Man könnte echt meinen, die wollen nicht von mir zerlegt werden. Blöde Klappergestelle. Könntest du bitte in meine Hitbox kommen? Das wäre super Knorke von dir. Danke. Ah, sehr schön. Ein bisschen Macht. So, du bist auch drauf. Ja, und den habe ich nicht gesehen. Da war die Säule weg. Oh, die Szene kennen wir noch gar nicht. So, und natürlich bleibt es nicht bei der einen Welle, ist ja klar. So, die geht auch drauf. Nix ist besser, als wenn die gerade so außer deiner Hitbox stehen. So, jetzt aber, du bist drauf. Und du auch. Tschüss. Und das war's jetzt aber. Obi-Wan ist nah. Und der ist nicht alleine. Dooku! Yay, wieder nichts für Geschwindigkeit, aber wieder Lady Steel. Lady Steel, genau. Lady Steel. Jedi Steel fast voll. Diesmal den Schwertwurf. Weil das halt eine offensive Fähigkeit ist und die halt wirklich derben Schaden drücken kann. So. Ich gehe nochmal auf Institution. Wie gesagt, die unteren Gegner machen noch nicht so viel Schaden. Sagte der Typ, der vom Kampfdruiden erledigt wurde. Ich konnte aber noch nicht drauf klar. So, Darth Tyrannus Duell. Also alle drei Level kommt uns ein Boss entgegen. In diesem Fall Darth Tyrannus, aka Count Dooku. Aber ich würde sagen, den packen wir am nächsten Part an.
Ansonsten, wer Obi-Wan's Sicht sehen will, guckt morgen bei Squamato rein und ansonsten sehen wir uns beim nächsten Mal. Ciao.